Fuck! Ich kann auch den Schuss nicht riechen. Ich hätte sie entwaffnen sollen, meine Schuld. Müssen wir jetzt alle Bomben nochmal holen? Ich wette darauf. Nein, zum Glück nicht. Oh, wow, das wäre kacke gewesen. Manche Spiele würden das tun. Entwaffnen wir die Viecher. Wir dürfen die Bombe natürlich nicht aufheben und einfach weggehen. Hey, das ist ja, ich versuche hier, ne, eure Bombe, wow, aufzuhalten. Wenn ich mich ergeben soll, heb die Hand. Nein? Okay. Ich verletze gern, Leute. Ich zeig's dir. Das ist aber nicht sehr nett. Prügel dir das Hirn raus und das auch noch total egal. Weißt du, was du anders machen solltest? Alles. So, erstmal die Netze. Wechsel die Rüstung nach. Hallo, Ziel wechseln. Ja. Komm schon, wechsel das Ziel, wie auch immer du das machst. Machen wir doch gerade so ein nettes Tänzchen mit denen. Meine Güte. Noch mehr Moves ging nicht. Gemacht. Wollen wir noch mal? Ich muss schnell zum Fluss. Hast du schon mal Lust zum Fluss? Du einfach. Niemand legt Bomben in meiner Stadt. Niemand. Alle verfügbaren Einheiten zum Ostkorb-Gebäude. Perimeter sichern und Evakuierung unterstützen. Uns wurden bewaffnete und gefährliche Feinde auf dem Gelände gemeldet. Nicht schon wieder. Ich muss schnell hin. Nice. Sag mal hin. Wird hundertprozentig der Kobold sein. Kann kein anderer sein. Und ich denke, müsste es eigentlich, das ist eigentlich so gewesen sein. Elektro-Tot, Kingpin nicht mehr da. Nur noch der Goblin so eben reingequetscht. Wow, durchs Haus, nett. Comic-Seite. Genau, was ich immer wollte. Wow, Oskorp sieht aus, als wäre eine Bombe explodiert. Oder ganz viele. Ich muss rausfinden, wer das war. Und sicherstellen, dass es nicht noch... Na super. Ich weiß, ihr Taskforce-Typen haltet mich für die Wiedergeburt von Al Capone, aber es gibt im Moment eine größere Gefahr. Der Kobold gab uns diese Panzerung, nachdem er uns aus Ravencroft rausgeholt hat. Wir arbeiten für ihn. Und er will dich. Tot oder lebendig. Achtung, Spoiler! Ich nehme Möglichkeit 1. Noch einer? Okay, ich weiß ja, der Irre ist, braucht keine Gründe. Aber ich kenne diesen Kobold nicht mal, von dem ihr immer redet. Aber der Boss kennt dich. Das reicht anscheinend. Zu ihm zu. Wenn es sein muss, in Einzel. So, ich mach 5 Millionen Miles hier nett zu. Okay, wir sollen einfach nur runterziehen. Das geht natürlich auch. Wie das Ding einfach wiederkommt, wenn er sich draufsetzt. Okay, jetzt hör mir mal zu, Handlanger Nummer 4. Wow, ich kann mir nur immer heilen. Deine Kumpel haben angedeutet, Harry Osborn wäre dieser Kobold. Aber er würde das nie mit seiner eigenen Firma tun. Du kennst den Boss wohl nicht so gut, wie du dachtest. Aber denk mal nach. Wenn er ja, das sicher. Macht, was macht er dann wohl mit dir? Das war okay. Lass mich ein klein wenig ein. Ich hab keine Zeit, mich zu heilen.
blödes Arsch! Ah, weg! Das Tolle an Bomben ist... Das Tolle an Bomben ist... Naja, zumindest mir. Jetzt kämpfst du mal nicht gegen Taschen. Ja, jetzt kämpfe ich gegen richtige Vollidioten. Die Jungs kriege ich immer noch Bauchkribbeln. Außer bei dir. Ich bräuchte das Genick. Ist mir auch total egal. Ach, leider sind hier immer noch zwei. Ich hab dir ganz schön hinterhergejagt, aber jetzt habe ich dich. Schakalaka. Ja. Ist nichts Persönliches. Du bist halt ein Idiot. Mach sie denn hier oben? Das ist doch was Persönliches. Hat sie wohl gerettet. Das sieht nicht gut aus. Hier könnte alles einstürzen. Wenn da drin noch jemand lebt, muss ich ihn schnell rausholen. Hilfe! Hey, waren wir sogar auf der richtigen Seite? Spidey, hilf mir! Du bist ein echter Held, Spidey. Na, sicher doch. Seht ihr, wir müssen gar keine Verbrechen aufklären oder so ein Bullshit. Einfach Leute retten. Nebenmissionen sind damit eliminiert worden. Alle davon. Einer noch. Das garantiert die Olle da oben. Von wem? Na gut, du kommst hier nicht runter. Danke. Ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. Harry Osborn, bist du das? Sieht das aus wie ich? Nein, Harry Osborn ist tot, dank dir. Jetzt gibt es nur noch den Kobold. Du konntest nicht warten, oder? Hast was anderes versucht. Richard Parker Spinnengift. Sieh her, ich bin ein neuer Mensch. Ich hab dich gewarnt, was passieren könnte. Ich sterbe, du Idiot. Was sollte ich denn sonst tun? Du hättest mich forschen lassen sollen. Nein, ab jetzt nehme ich mir, was ich will. Egal wen ich dafür töten muss. Er sieht wenigstens annähernd so aus wie im Film. Er wird so richtig ohne Grund so richtig aggressiv. Das wird im Spiel gar nicht richtig erklärt. Ganz plötzlich kommt er so auf die Idee. Kann man so blöd sein. Warum das mit Peter Parker funktioniert hat, ist ganz, ganz easy. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, ob ich das sagen soll. Mit dem zweiten Film erklärt, meine ich. Eigentlich wäre dann die Lösung auch total einfach. Ja, sicher! Alter! Was war das denn jetzt? Bevor ich mich drehen konnte und erledigen konnte, wäre ich einfach mal abgeknallt. Nett. Ah ja. Wir haben da alles gerettet. Wir müssen den Typen noch jagen, vernichten. Ich denke, dann haben wir es gepackt. Das sieht nicht gut aus. Hier könnte alles einstürzen. Was? Wir müssen ihn schon wieder retten? Muss ich ihn schnell rausholen. Bullshit, Spieler hat nicht gespeichert. Oh mein Gott. Schnell! Ich kann das nicht lange halten. Das gibt's doch einfach nicht. Danke, Spider-Man. Ich schreibe dem Bugle. Wie unfair ist doch was. Kann ich die zwei auf einmal aufnehmen? Den einen schieße ich einfach in ein Netz. Oder baue so ein Netz auf und schmeiße ihn einfach rein. Danke. Ich dachte schon, es wäre um mich geschehen. Au. Hilfe! Ich kriege keine Luft! Naja, wir haben es ja schnell gemacht. Du bist ein echter Held, Spidey. Ein echter Held. Bestimmt die Jackendecker, so ein Viech. Aber diesmal drehe ich mich um. Nope, das ist natürlich jetzt kein Viech. Meins. Kobold, du wirst verrecken.
Nee, da jagt mich wieder einer. Naja, vielleicht nicht ganz. Oh mein Gott. Schwing dich doch darüber, ey. Schwing das Bullshit in dem Spiel. Auch ich hab meine Grenzen. Hallöchen. Wenn du Hilfe willst, müssen wir nicht kämpfen. Ich tue, was ich kann, um dich zu heilen. Was kriegt ihr da zu diesem weinerlichen Milch, Ruby? Ich kämpfe nicht. Was macht der da? Ich drücke nur nach vorne und will hier boosten. Was du getan hast, betrifft nicht nur deinen Körper. Es hat auch deinen Verstand verdreht. Lass mich... Hey, selbst seine Stimme hat sich zu so einem richtigen Vollidioten entwickelt. Der ist natürlich immer schneller, egal was wir machen. Trotzdem sind wir schneller, da wir nur Gas geben. Oh mein Gott. Nette Bomben und so. Ich werde deine Leiche studieren. Ausfinden, warum du so stabil bist. Der grüne Kobold. Wow. Du bist der Erste, der mich stabil nennt. Aber ich muss zugeben, das ist eine ziemlich tief gehängte Messlatte. Ich kann noch nicht mal sehen, dass der Bomben schmeißt, dämliche Kamera. Was mit dir passiert ist. Das ist so mal nett. Wir ballern die Bomben auf den und dann legen wir richtig los. Mein Vater hat mich im Stich gelassen. Peter hat mich im Stich gelassen. Du hast mich im Stich gelassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Genau. Mein Vater hat dich im Stich gelassen, weil er damit besessen war, sein Leben zu verlängern, anstatt es zu leben. Fehler, Harry. Das ist doch verrückt. Damit hilfst du niemandem. Nicht mal dir selbst. Falsch. Ich analysiere jede deiner Bewegungen. Er steckt im Haus fest. Das ist unsere Chance, wenn er runtergefallen hat. Das kann ich auch nicht mehr tun. Bist du tot bei dir? Nur noch Zeit zu heilen. Finden wir es heraus. Oh mein Gott, wie lange das Heilen dauert. Da ist er doch. Netze, der letzte Schrei der Saison. Vor allem bei den bösen Jungs. Warum ballert er den immer wieder runter? So kriegen wir Schaden nie hin. Ey, noch bevor wir heilen können, bevor wir überhaupt anfangen können. Oh, darf ich wieder irgendwas auf die schleudern? Aus großer Kraft folgt großer Verantwortung. Das darf ich nicht vergessen. Wow. Der lässt nichts mehr fallen. Ja, heilen. Ihr seid lustig mit heilen. Aha. Die Bomben machen aber keinen Schaden, wenn er auf dem Boden ist. Vom Kämpfen gegen die bösen Jungs kriege ich immer noch Bauchkribbeln. Außer bei dir. Ich darf mich heilen, oh mein Gott. Wahnsinn. Wow. Ja. War ein bisschen schnell. Gib mir Bomben, gib mir Bomben. Möglichst nicht in mein Gesicht. Nice. Nope, bringt gar nichts. Hör auf so zu kämpfen. Ich bin hier für die Witze zuständig. Wow, der frisst mal kaum Schaden. Und dann müssen wir doch vielleicht die Bomben auf den ballern.